Moin Moin ihr Nerdtings, es geht hier Schlag auf Schlag, es geht weiter mit Hotel Transylvanien 3 in der Kritik auf Nerdcheck im Format von Nerdtaste und ich bin Dennis und das ist Hotel Transylvanien 3. Ja, hier ist die Monster Party Edition, die ist natürlich rausgekommen von Sony. Nochmal Dankeschön an Sony für die Bereitstellung für dieses Muster, was ich bekommen habe von denen. Und ja, wie der Film jetzt, wie gesagt, ist, ne, das ist jetzt so der Pro-Punkt. Ja, der Film, animationstechnisch kann man gar nicht sagen, das ist natürlich sehr gut umgesetzt. Die haben schöne Texturen und so weiter. Das Bild ist knackig, ist toll, farbenfroh und so weiter. Das kennen wir auch gar nicht anders von, ja, Sony Animation Pictures. Und natürlich so... Ja, das Drehbuch ist so lala. Man merkt halt so, dass die Luft raus ist beim dritten Teil. Die Witze sind auch nicht mehr so knackig. Ja, und so die Charaktere, klar, sind noch die witzigen Punkte an diesem Teil. So neue Charaktere, so wie Van Helsing sind natürlich cool gemacht. Und auch so, dass Drag jetzt die Richtung mal ein bisschen, ja, sag mal, Urlaub genießt. Ist schon ein bisschen witzig gemacht. Aber mehr kann man eigentlich gar nicht sagen, weil der Film, man merkt so, dieses Magic da von den ersten beiden Teilen ist so ein bisschen weg. Hat mich auch ein bisschen gestört, ist für die ganze Familie immer noch was auf den Sonntag, wenn man so ein bisschen auf der Couch lümmeln will. Aber trotzdem, die Witze, die sind nicht mehr so, die zünden nicht mehr ganz geil. Puh, was gibt's denn noch so bemängeln? Ja, auch so, ist manchmal ein bisschen zäh. Hätte ein bisschen kürzer sein können. Also ich muss sagen, das war nicht so die richtige Richtung, diesen Film einzuschlagen, rauszukommen aus dem Hotel. Da gab es noch andere Parts aus den verschiedenen Kurzfilmen, wo ich gesagt habe, okay, da hätte man vielleicht da nochmal draus aufbauen können. Aber es war in Ordnung. Das war das Problem an dem Film, weil der in der Mitte auch wieder so ein bisschen so Luft rausbekommt. Und das ist dann manchmal, wo man sagt, okay, man schaltet ein bisschen ab und sagt sich, okay, für die Kinder, auch mein Sohn, der hat dann ein bisschen abgeschaltet. Das ist immer das beste Bild. Was sagt das Kind? Der hat mitgeguckt. Ich glaube, die ersten Dreiviertelstunde und danach hat er sich da gar nicht mehr für interessiert. Und das ist immer schade für so eine Produktion, weil da kostet auch alles ja Geld. Und eigentlich ist das ein gutes Franchise, sag mal. Hotel Transylvanien macht eigentlich auch Spaß. Aber der dritte Teil war leider nicht mehr so gut. Aber diese Edition, diese Emery-Edition mit dieser Monster Party Edition, mit diesem Kurzfilm und ein paar natürlich netten, sag ich mal, Extras sind doch, das ist eine coole Version auf jeden Fall. Sollten sie mal generell den Filmbetreiber mal einführen, dass man für die Kinder ein bisschen noch mehr Kurzfilme hat. Finde ich mal ganz geil, wenn Pixar es auch hat und so weiter. Aber ja, das ist hier so das Frontcover, das war das Kinoplakat, hier nochmal hinten dann halt so ein paar Infos. Der Film geht 97 Minuten und das ist dann, wo man sagt, ist eigentlich laufzeitmäßig okay, aber ja, vielleicht hätte man nochmal 10 Minuten kürzen können, aber trotzdem, ein Monster macht Urlaub, das ist so, man sagen muss, eine 6 von 10. Ja, habt euch den Film im Kino angeguckt, wie fandet ihr den denn und so, oder seid ihr ein Fan von diesem Genre, von diesem Fan-Franchise? Dann ab in die Kommentare, das war meine Review zu Hotel Transylvanien 3, ein Monster Urlaub. Ein Monster macht Urlaub, was hat er denn da wieder mal hier heute hier, ne? Aber ein Monster Urlaub. Die Version könnt ihr euch jetzt natürlich kaufen, der Kauflink ist hier in der Videobeschreibung drin. Und ja, guckt euch die an oder wartet, bis die auf, natürlich auf Sky oder keine Ahnung was kommt, aber trotzdem, man kann sich den geben. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!